liebe meinen Job. Ja, klar, und ich liebe auch Autos. Und ich erkläre jede Art von Auto gerne weg. Das können viele Elektroautos sein, das kann ein Dacia Sandero sein, das macht mir alles Spaß. Aber es gibt auch Tage, an denen darf ich ganz besondere Autos erklären. Hochemotionale Autos. Autos, die mich wirklich seit dem Anbeginn meiner Autojournalistenzeit begeistern. Und da drin steht einer davon. Und das Tor wird jetzt aufgehen und wir gucken uns an, um was es geht. Da ist er. Porsche 911 GT3. Wahnsinnsauto. Und vor allem, hier stehen jetzt nicht nur, also hier steht nicht nur ein GT3, sondern hier stehen drei verschiedene Varianten. Hier steht der aktuelle Vorgänger. Es gibt ja eine Menge Vorgänger, aber das ist der aktuelle Vorgänger, der 991.2. Hier steht die Rennversion Mantai Racing, auch noch auf der Basis des 991.2. Und da steht eben der ganz neue, der 992. Und mit dem werde ich mich ausführlich beschäftigen. Und da geht es heute vor allem um zwei Dinge. Zum einen, wie macht man ein sowieso schon sauschnelles Auto noch schneller? Und wieso geht es da nicht um schiere Leistung, sondern wieso ist Fahrstabilität, Balance, Feintuning ein entscheidender Punkt, um ein Auto noch viel schneller zu machen? Das alles schaue ich mir heute an mit diesem Wahnsinnsauto hier und ich sage euch was, das wird gut. Ich fange mit dem Motor an und ich habe ja gleich gesagt, es geht nicht um schiere Leistung. Es geht gerade mal um 10 PS mehr im Vergleich zum Vorgänger. Es ist der gleiche Motor, in Anführungsstrichen, 4 Liter Sauger, 6 Zylinder, Boxermotor, aber es ist doch einiges passiert. Und das wollte ich eigentlich schön erklären. Das Problem bei Porsche ist aber, ich kann auf diesen Motor nicht drauf gucken. Ich habe da so eine Wartungsklappe hier, aber ansonsten kann ich den Motor nicht sehen. Und wenn ich den Motor nicht sehen kann, kann ich ihn nicht erklären, habe ich Porsche auch gesagt, also können wir gleich zur Aerodynamik gehen. Nee, dann haben sie mir den Motor hingestellt. Da vorne steht er. Und dann können wir ihn auch erklären. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, da steht das Motörchen. Und es ist doch immer schön, einen Motor einfach nochmal zu sehen. Ja, und nicht einfach nur weggepackt zu sehen. Das ist ja schließlich ein thermodynamisches Wunderwerk. 10 PS mehr. Was heißt das jetzt bei dem Motor speziell? Wir können uns auch mal im Vergleich zu dem Vorgänger anschauen. Er hat ein bisschen mehr Drehmoment. 470 Newtonmeter. Der alte hatte 460 Newtonmeter, also 10 Newtonmeter mehr. Da geht es vor allem um Optimierung von Steuerzeiten. Der alte hat seine maximale Leistung von 500 PS bei 8250 Umdrehungen gehabt. Der neue macht es bei 8400 Umdrehungen. Und jetzt muss man natürlich auch wissen, dass die Leistung immer eine Kombination ist aus Drehzahl und Kraft. Beides zusammen ergibt eben die Leistung. Und wenn ich die Drehzahl noch ein bisschen höher setze, habe ich auch noch ein bisschen mehr Leistung. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was da zum Beispiel abgasseitig passiert ist. Da gehe ich mal hier hin. Da gab es bisher beim Vorgängermotor, gab es da einen Vorschalldämpfer. Der ist rausgeflogen. Und stattdessen hat man jetzt eine Kombination hier aus dem Ottopartikelfilter. Den braucht man heutzutage. Und dann geht es hier auch direkt in den Cut hinein. Und jetzt hat der Ottopartikelfilter witzigerweise noch einen kleinen Effekt. Der wirkt auch schon etwas wie ein Schalldämpfer. Da schmeiße ich den GT3 jetzt mal an. Schlüssel ist links. Da läuft er. Und der klingt jetzt nicht sonderlich laut. Also weit weg vom Brollig, Motor läuft, ist gut, ein bisschen gedämpft. Und ich habe ja was zum Ottopartikelfilter gesagt, also Vorschalldämpfer ist keiner mehr drin, dafür Ottopartikelfilter, der übernimmt quasi so ein bisschen die Funktion vom Vorschalldämpfer, wobei er gar nicht mal dafür sorgt, dass das Auto viel leiser ist, sondern vor allem auch so ein bisschen Frequenzbereiche dämpft. Aber jetzt gerade im Stand ist er erstmal relativ human. Ich hoffe, das ändert sich etwas während der Fahrt. Das macht mich fertig, das ist geil. Und dann hörst du da hinten den Sound des Motors. Und du weißt, ja, da steckt auch noch was drin, Ottopartikelfilter. Und der muss theoretisch auch noch ein bisschen leise sein. Und trotzdem hast du hinten dieses wundervolle, diesen Gesang des Saugmotors, der bis 9000 Umdrehungen rausposaunen kann. Mm-hmm.
Aber bei dem Motor hier geht es vor allem um so Dinge wie Fahrbarkeit, wie Ansprechverhalten. Also wenn ich mir einen alten GT3 nehme und ich fahre mit dem, auch noch ältere Jahrgänge, und ich gebe Gas und dann sage ich doch, wow, ist doch geil, funktioniert doch super, wie der anspricht. Wo ist denn da noch Potenzial? Wo kann man da noch was machen? Da hole ich mal was dazu. Einzeldrosselklappen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass der Motor hier nicht derjenige ist mit den ersten Einzeldrosselklappen. Aber er hat halt jetzt nur mal Einzeldrosselklappen bekommen. Und jetzt gehen wir mal zu Hause an unseren Garten. Wir stellen uns einfach vor, wir haben da eine Wasserleitung, ja, mit einem Wasserhahn, und damit bediene ich 6 weitere Schläuche. Und wenn ich den Wasserhahn hier aufdrehe, damit da Wasser rauskommt, dann dauert das einen kleinen Moment. Ich drehe ihn hier auf, dauert einen kleinen Moment, jetzt kommt Wasser raus. So, wenn ich mir jetzt vorne an den 6 Wasserschläuchen jeweils einen kleinen Wasserhahn vorstelle, der mit einer Zentraleinheit auf einen Schlag geöffnet wird, dann habe ich quasi keinen Verzug mehr zwischen Wasserhahn öffnen und Wasser kommt raus. Und da geht es um dieses Ansprechverhalten. Und wenn ich jetzt über so einen Motor hier rede, dann geht es ja auch darum, die Luft so schnell wie möglich in den Zylinder hineinbekommen. Ja? Ich gehe aufs Gaspedal, ich öffne meine Drosselklappe, die Luft kommt, und die soll ja in dem Moment dann quasi eine Leistungsänderung verursachen. Ja? Luft rein, Kraftstoff dazu, verbrennen, Leistung soll sich ändern. Da soll kein Verzug da sein. Wieso soll denn kein Verzug da sein? Damit der Fahrer eben sofort in dem Moment Kontrolle über das Fahrzeug hat. Damit er nicht warten muss, wie manchmal beim Turbo. Ja? Alte 911 Turbofahrer kennen das. Kurve, aufs Gas gegangen, passiert erstmal lange nichts, du fühlst dich safe und dann plötzlich macht es hinten BAM und du stehst woanders. Und das willst du natürlich gar nicht haben. Du willst Kontrollierbarkeit haben. So, und jetzt haben wir hier bei diesem 911 GT3 eben die Einzeldrosselklappen, was mechanisch schon mal kleine Wunderwerke sind. Ich gucke die einfach wahnsinnig gerne an, wenn man das sieht. Ja, hier kann man gucken, wie die hier geöffnet werden. Hier mit dem Stellmotor da oben. Das ist einfach schön. Wir fahren jetzt nicht schnell, sondern wir pumpen jetzt hier mit 60 km/h dahin. Und jetzt gebe ich einfach mal ein bisschen Gas. Bam, bam, bam. Sofort auf der Stelle, bang, zack, geht's los. Das erlebst du bei keinem anderen Motor mehr heutzutage so. Weil du meistens einen Turbo drin hast, der eine gewisse Ansprechzeit braucht. Du hast auch in den meisten Fällen keine Einzeldrosselklappen drin. Und dann hast du diesen Motor hier, 4 Liter Sechszylinder Boxer, der einfach gierig loslegen will. Und das ist für mich mal völlig ab davon, dass das Auto wahnsinnig schnell ist und dass du damit natürlich auch eine höhere Fahrstabilität hast. Einfach emotional mega gut. Das ist einfach etwas. Also wer Motoren liebt, der wird das lieben. Was wirklich absolut umwerfend ist, ist diese vollkommen gleichmäßige Kraftentfaltung dieses Motors. Wie der von 3.000, 4.000 Umdrehungen einfach hochzieht bis 9.000, aber so fein und mit einem so schönen Kraftwerk, ohne Disharmonien, ohne einen besonderen Kraftsprung, sondern einfach nur gleichmäßig. Bam! Aber jetzt kommt der Fun Fact. Diese Einzeldrosselklappen sind erstmal gar nicht eingeführt worden, damit das Ansprechverhalten direkt besser wird. Das ist quasi so ein Nebeneffekt, sondern es geht hier vor allem um das Verhalten bei niedrigen Drehzahlen, Emissionsverhalten. Denn ich habe eben das Problem, dass ich auf der einen Seite natürlich einen hohen Füllgrad von meinem Motor erzielen will. Ich will die Luft schnell und widerstandsarm in meinen Zylinder hineinbekommen. Das ist ja kein konstanter Luftstrom, der da reingeht, sondern der Luftstrom pulsiert ja. So, bei niedrigen Drehzahlen habe ich halt eine sehr geringe Frequenz. Und ich habe vor allem ein Problem, dass die Luft eigentlich zu sauber reingeht. Die strömt da zu glatt rein. Die erzeugt nicht genug Verwirbelungen, damit das Gemisch sehr sauber verbrennt. Und das brauchst du ja gerade bei Emissionen, wenn es auch gerade um Partikel und Ähnliches geht. Also musst du irgendwie ein bisschen tricksen, damit du da so einen Trall, so ein Tumble, wie man auch so Englisch das auch nennt, hineinbekommst. Mit diesen Einzeldrosselklappen kann ich das auch erreichen, dass ich bei niedrigeren Drehzahlen einfach nochmal eine bessere Vermischung habe von der Luft und meinem Kraftstoff und damit eine saubere Verbrennung. Das ist mal die gesetzliche Variante. Die emotionale Sache ist natürlich, spricht besser an, macht mehr Spaß. Wo sitzt das Ganze hier? Am Motor? Das können wir uns mal angucken. Zum einen, ja, ich habe hier immer noch eine Hauptdrosselklappe. Wieso jetzt das eigentlich? Hab doch gerade gesagt, das sind Einzeldrosselklappen. Das ist quasi eine Art Notdrosselklappe. Damit kann ich auf einen Schlag hier das auch die Luft abstellen. Meine eigentliche Einheit hier, die Einzeldrosselklappen, die sitzen genau hier. Ja, man sieht das hier.
Das ist genau diese Einheit. Also auf der einen Seite einfach geniale Mechanik. Das begeistert einen schon mal, aber es zeigt auch den Zielkonflikt heutzutage bei der Motorenentwicklung zwischen Emission und Emotion. Fahrwerk, quasi die Königsdisziplin des neuen GT3. Es hat sich eben auch wahnsinnig viel getan im Vergleich zum Vorgänger. Aber wenn man Testfahrer oder Profirennfahrer fragt, die mit diesem Biest schon über die Nordschleife jagen dürften, dann fällt vor allem ein Wort immer wieder: Fahrstabilität. Und wieso ist die so wichtig? Ja, zum einen ein besonders fahrstabiles Auto kommt in besonders hohe Grenzbereiche hinein, kann eben besonders schnell fahren. Aber es gibt noch einen anderen sehr wichtigen Punkt, das ist das Vertrauen des Fahrers. Dass er eben, wenn er schnell fährt, weiß, wie das Auto reagiert, ihn nicht überrascht und er damit sich eben traut, noch ein bisschen schneller zu fahren. Das macht eben auch sehr viel aus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso stehst du denn am alten GT3, wenn du über den neuen reden willst? Na, wir müssen uns ja erstmal am alten GT3 anschauen, was der so gemacht hat im Fahrwerksbereich, um dann zu wissen, was beim neuen besser geworden ist. Und dann gucken wir uns erstmal die vordere Radaufhängung an. Na, ich filme sie mal ab. Und das ist eine klassische McPherson-Aufhängung. Wie zeichnet die sich aus? Na, ich habe unten schon eine eigene Radaufhängung. Ja, man sieht auch hier diese Querlenker. Aber oben nicht nochmal eine separate Aufhängung, sondern Federdämpfereinheit sind gleichzeitig auch die obere Radaufhängung. Was für Vorteile habe ich dadurch? Naja, ich habe zum einen weniger Bauteile, die ich brauche. Das Ganze ist ein bisschen leichter. Es baut sehr kompakt, ich brauche weniger Platz. Und speziell bei Kompaktautos wird es oftmals genutzt, weil ich da ja die Kombination habe aus Lenkung plus Antriebsachse. Das Ganze muss ich unterbringen. Da ist natürlich schön, wenn mir hier meine Radaufhängung entsprechend Platz liefert. Und was hat so eine McPherson-Aufhängung für Nachteile? Vor allem zwei. Da geht es um Sturzstabilität und da geht es aber auch ums Ansprechverhalten der Dämpfer. Wir fangen mal mit dem Sturz an. Was ist denn das überhaupt? Dafür holen wir mal das ausgebaute Vorderrad hier. So, das steht üblicherweise nicht einfach so senkrecht auf der Straße, sondern das hat einen gewissen Sturz. Das hier wäre jetzt neutral, dann gibt es aber auch bei älteren Autos, sieht man das manchmal, einen positiven Sturz und bei üblichen Autos einen leicht negativen Sturz. Bei Sportwagen ist der negative Sturz sogar ein bisschen größer. Wieso? Weil sich der Reifen damit gegen die Seitenkräfte stemmt. Ein ganz wichtiger Punkt, um eben auch schön schnell um eine Kurve fahren zu können. Im Idealfall bleibt dieser Sturz, egal was ich jetzt lenke, einfedere oder sonst wie mache, immer identisch, damit das Auto kalkulierbar bleibt. Ist das so? Nein, wenn wir ganz speziell eine McPherson nehmen, ist das nicht so. Und das sind jetzt drei Punkte maßgebend. Ja, meine Hände sind jetzt schön schmutzig vom Reifen. Das eine ist einfach, wenn ich jetzt sehr schnell um eine Kurve fahre und hohe Seitenkräfte habe, dann werden die ja oben an dieser McPherson-Aufhängung abgestützt. Und die gibt eben ganz leicht nach. Und dieses ganz leichte Nachgeben sorgt dafür, dass der Sturz sich leicht verändert. Das heißt, die Sturzfestigkeit ist nicht so hoch. Aber das ist nicht der einzige Punkt, sondern ich habe ja auch noch das Lenken des Rades und ich habe auch noch den Federungsvorgang. Und man sieht auch hier, das Rad ist ja jetzt voll eingeschlagen, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt von der Seite gucke, keinen negativen Sturz habe, sondern das ist eher sogar ein leicht positiver Sturz. Das heißt, ich habe doch deutliche Veränderungen in meinem Sturzverhalten, in meiner Sturzstabilität, die mein Fahrverhalten beeinflussen und mich vom Idealwert eines bestimmten eingestellten Sturzes wegbringen. Und der nächste Punkt ist eben hier oben der Dämpfer. Wieso hat der seine Probleme? Ich habe hier eine kleine Federdämpfereinheit aus dem RC-Bereich und hier eine Waage. So, und jetzt kann ich einfach mal diese Federdämpfereinheit über der Waage so stark eindrücken, bis sie voll komplett eingefedert ist. Da sind wir so bei 2,1, 2,2 Kilo, die ich auf diese Einheit ausüben muss, damit sie voll einfedert. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ich gebe hier mal Seitenkräfte drauf. Ja? Stell das hier drauf und gebe hier Seitenkräfte drauf und versuche jetzt das Ganze einzufedern. Und wir sehen, das springt hoch auf 2,8, 2,9 Kilogramm. Ich muss also deutlich mehr Kraft aufbringen, um das System einfedern zu lassen und auch den Dämpfer dazu bewegen, dass er nach unten geht. Der Grello ist bekannt, 24-Stunden-Rennen, wahnsinnsschnelles Gerät. Und wir sehen hier vor allem eines, hat keine McPherson-Aufhängung hier vorne, sondern das ist eine Doppel-Dreieckslenker-Aufhängung. Das heißt, ich habe hier oben ein Dreieck, ich habe hier unten ein Dreieck. Rennsporttechnik. Und jetzt kommt das Spannende, wir gehen rüber zum neuen 911er, GT3. Da sehen wir auch eine Doppel-Dreieckslenker-Aufhängung. Hier oben, ganz klassisch, ein Dreieckslenker.
und hier unten auch. Das heißt, hier wird die Kraft eingeführt und da schön in die Karosserie abgeleitet. Hier an diesen beiden Punkten ist besonders stabil. Und jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen so einer Doppeldreieckslenkeraufhängung. Zum einen haben wir hier die obere Radaufhängung, die eben getrennt ist von meiner Federdämpfereinheit. Ich kann das hier nochmal genau zeigen. Da ist meine Aufhängung, hier, da drüben auch. Und meine Federdämpfereinheit ist komplett getrennt. Das heißt, die Kräfte, die jetzt bei schneller Kurvenfahrt hier seitlich reingehen, führen nicht dazu, dass meine Federdämpfereinheit hier schlechter anspricht, sondern die muss ich nur um Federn und Dämpfern kümmern, aber nicht um die Aufhängung. Gleichzeitig konnte man dadurch, dass man das jetzt hier frei positioniert hat, auch noch die Federrate deutlich erhöhen. Also die frühere Feder, die hat, um einen Millimeter einzufedern, 45 Newton gebraucht. Die neuere braucht 100 Newton, um einen Millimeter einzufedern. Jetzt denkt man sich natürlich, wow, das ist aber viel, viel mehr. Ja, da muss das ja viel unkomfortabler sein als vorher. Ja, die neue Feder ist härter als die ältere, aber nicht so krass, wie es jetzt die reinen Zahlenwerte vermuten lassen. Und vor allem das Ansprechverhalten ist spürbar besser als das bei einer McPherson-Aufhängung. Also Gullideckel, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob die Gullideckel sind schon hart. Da wird schon ordentlich was reingestampft hier. Ja, aber auch da ganz wichtig, dass er nicht komplett hölzern, dass das nicht so klingt, als würdest du da mit dem Stahlträger drüber fahren, sondern das hat noch so eine ganz leicht gedämpfte Komponente. Wenn da jetzt eine Unebenheit drin ist, wie zum Beispiel dieser Gullideckel hier, bam, bam, dann ist ganz wichtig, ich darf das schon spüren, auch das hier oder das hier oder das da, aber danach muss Ruhe sein. Also die Dämpfung muss es schaffen, das Auto sofort auf den Punkt wieder ruhig zu stellen, damit der Fahrer eben nicht noch mit einem tanzenden Auto zu tun hat, bevor er ihn dann wieder einfängt. Wenn ich extreme Kurvenbelastungen habe, hier viele Kräfte auftreten, dann gibt das System an den oberen Lenkern nicht so stark nach. Damit habe ich eben eine höhere Sturzfestigkeit. Der nächste Punkt ist, dass das Rad, wenn es einfedert oder eingelenkt wird, eben auch seinen Sturz nicht so stark verändert wie mit einer McPherson-Einheit. Und das alles sorgt dafür, dass der Sturz eben stabiler bleibt. Die Sturzstabilität ist höher und das ist für den Rennfahrer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir hier nochmal so einen Kreisverkehrsmoment. Ja, man kann hier jetzt nicht so wahnsinnig schnell fahren, aber der Radius ist relativ eng. Ich habe hier also relativ hohe Seitenkräfte und da muss ich ja natürlich jetzt das Rad, die Aufhängung dagegen abstützen. Ja, das muss gehalten werden. Und wenn ich da ein besonders stabiles System habe, wie in diesem Fall eben Doppeldreiecks-Querlenker vorne, dann habe ich halt nochmal eine festere Abstützung, eine höhere Sturzsteifigkeit, als wenn ich das über McPherson mache, wo eben Federdämpfer die Kräfte übernehmen müssen. Wieso war das jetzt so wahnsinnig schwer, dass Porsche eine solche Technik in die Serie gebracht hat? Na, man muss sich einfach vorstellen, dass auf den Bändern von Porsche eben diese McPherson-Aufhängung eingebaut wird, auch bei den anderen 911ern. So, und jetzt musst du erstmal dann die Fertigung überreden und zu sagen, ja, Moment, wir brauchen aber jetzt für die ganz spezielle Variante hier eine andere Aufhängung. Und das ist nicht so einfach. Das kostet auch wahnsinnig viel Geld. Aber ich meine, das Auto kostet auch Geld. Die Vorderachse ist also fahrdynamisch stabilisiert worden und das hat auch Auswirkungen auf die Hinterachse. Denn wenn ich da vorne stabilisiere, kann ich auch hinten mehr stabilisieren. Sollte ich sogar tun, weil sonst tut sich hinten da was. Vorne bleibt das stabil, was insgesamt wieder relativ für Instabilitäten sorgt. Und was ist da jetzt passiert? Da können wir uns ganz speziell mal übers Wanken unterhalten. Wenn hier mein Schwerpunkt ist und hier mein Rollzentrum, habe ich einen großen Hebel. Dann wankt das ziemlich stark. Liegen die beiden sehr eng beieinander, das Rollzentrum kommt höher, der Schwerpunkt niedriger, habe ich einen kleinen Hebel und ich habe weniger Wanken. Okay. Das ist bei dem Auto auch angestrebt worden, kein Thema. Man versucht natürlich, das Wanken so schwach wie möglich auszuprägen. Das Problem ist nur, dass dieses Wanken nicht konstant bleibt. Und jetzt kommen wir wieder zum Modell, denn je nachdem, wie das Auto sich verhält, fahrdynamisch, ob es bremst, ob es beschleunigt, ob es um die Kurve fährt, wandert unten dieses Rollzentrum ein wenig. Und damit eben auch das gesamte Wanken meines Fahrzeugs hinten. Man kann das auch quantifizieren. Das Wankzentrum hat beim Vorgänger um 1,5 cm geschwankt. Das war bloß deshalb nicht so schlimm, weil da vorne das Wankzentrum auch geschwankt hat. Jetzt hat man aber eine stabilere Vorderachse. Jetzt will man da hinten auch eine stabile Hinterachse haben. Und was hat man jetzt gemacht? Man hat hier unten den Querlenker länger gemacht. Das ist ein Punkt, längerer Querlenker, um das Wankzentrum hier stabiler zu halten. Man kann das auch da wieder quantifizieren.
Beim neuen GT3 schwankt dieses Zentrum um gerade mal 2 mm und vorher waren es 1,5 cm. Das ist also ein Riesenunterschied, was das Auto insgesamt in seinem Wankverhalten und Fahrverhalten nochmal stabilisiert. Geht aber nur, wenn meine Vorderachse noch mitspielt. Das ist egal, was ich tue, ob ich jetzt an der Hinterachse was ändere oder an der Vorderachse. Ich muss das immer im Gesamtverbund sehen, in der gesamten Balance. Still genießen. Ach, da raus, da raus! Da stehst du auf dem Stempel, da stehst du auch sonst schnell quer. Nix steht da quer, gar nichts. Und was man jetzt auch schön gemerkt hat, wie er sich in die Kurve reingestemmt hat, wie er stabil geblieben ist, wie er eben neutral geblieben ist, wie das Heck, wie die Front eben nicht so ein bisschen leicht geworden ist, wie so bei manchen 911ern früher, die dann immer so ein bisschen zum Untersteuern tendiert haben. Ja, und vor allem, wenn dann der Lastwechsel kam, hat das Heck dann doch mit hinten ein bisschen gespielt. Vollkommen cool. Alles entspannt. Unter allen Sportwagen, die ich je in meinem Leben gefahren bin, habe ich noch nie einen erlebt, der ein solches Geschwindigkeitspotenzial hat und trotzdem so rund und harmonisch fährt. Keiner hat das bisher hinbekommen. Und da sind Autos dabei gewesen, die mich wirklich umgehauen haben. Ob es jetzt von McLaren war, ob es von Ferrari war. Aber so rund, so harmonisch, so balanciert, das ist eine Nummer. Gewichtsreduktion. Ja, ein ganz wichtiger Punkt bei einem Sportwagen. Man will eben wenig Gewicht haben, so ein bisschen getreu nach Colin Chapman. Nur ein leichter Sportwagen ist auch ein guter Sportwagen. Wobei man beim Gewicht immer ein bisschen aufpassen muss, weil Gewicht natürlich auch eine Funktion hat. Ja, Traktion bringe ich mit Gewicht auf die Straße. Aber da können wir auch bei dem Auto gleich nochmal gucken. Wo ist denn jetzt das Problem beim 992 GT3? Das Auto ist größer geworden. Der 991.2 war ein etwas kompakteres Auto. Jetzt hat man die neue Karosserie, die größer ist. Und trotzdem sollte das Auto leichter werden. Und das war nicht der einzige Zielkonflikt, sondern da sind ja auch neue Komponenten drin. Zum Beispiel an der Vorderachse, keine MacPherson-Aufhängung mehr, sondern Doppeldreiecks-Querlenker, die ist auch noch schwerer. Und wie kriegt man es jetzt hin, dann so ein Auto trotzdem noch leichter zu machen? Und das können wir uns jetzt mal Part für Part angucken. Ich habe mir hier einen Zettel mitgenommen, es sind ganz viele Zahlen. Ja, ich kann mir Zahlen ganz gut merken, aber da ist dann bei mir auch irgendwann Schluss. Und ich fange mal mit dem Motor hier an, wo er gerade steht. Da ist zum Beispiel an den Kolben gespart worden. Ja, also diese Leichtbaukolben hier, die wiegen nochmal 142 Gramm weniger als beim Vorgänger. Das klingt jetzt nicht viel, aber das sind so überall die kleinen Punkte, wo du eben sparen kannst. Und insgesamt ist das ja ein mega Leichtbaukonstrukt. Auch hier die Pleuel sind aus Titan gemacht und so weiter. Ist feiner, von Materialien her fein und auch von der Konstruktion her fein. Und dann geht's wieder los. Was dich hier nicht umhaut, ist dieser schiere Genickschlag, wenn es jetzt ums Beschleunigen geht. Also wenn ich jetzt hier im zweiten Gang bin und dann... Ja, das geht ordentlich vorwärts, überhaupt kein Thema. Sondern es ist die Gleichmäßigkeit, mit der das Ganze geschieht. Es ist das Drehzahlband. Und jetzt hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Thema Drehfreudigkeit. Gehen wir im zweiten Gang. So, hier, bam, bam, bam. Da ist überhaupt keine Verzögerung. Gar keine. Das haut dich sofort und bam, bam, bam rein. Und das ist eben der Punkt, wo zum einen die Einzeldrosselklappen natürlich eine Rolle spielen, wo er zum anderen aber wahnsinnig gierig hochdrehen will und wo man einfach merkt, dass die Masse der Kolben selbst nochmal abgenommen hat. Also wir reden hier über nicht viel, über 142 Gramm, aber wenn wir das Ganze übertragen auf hohe Drehzahlen, 8.000, 9.000 Umdrehungen, was da aufgebaut wird an Energie, ja, und auch wieder abgebremst werden muss bei so einem Kolben, weil der muss ja bapp, hoch und runter, bam, 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 dann ist das einfach beeindruckend. So, und jetzt gehen wir ans Auto und da gucken wir uns das mal an. Zum Beispiel das Bugteil hier. Das spart
1,3 Kilogramm. Oder hier, die Fronthaube, minus 1,2 Kilogramm. Wir gehen zu den Rädern. Das ist auch aus zwei Punkten interessant. Da geht es zum einen um ungefederte Massen, die will man so niedrig wie möglich halten. Und zum anderen geht es hier auch um rotierende Massen. Ja, man will das ja so schnell wie möglich in Schwung bringen. Und deswegen ist es auch da gut, wenn man auch ein bisschen was gespart hat. Und an den Rädern ist gespart worden, na finde ich es, Felgen an der Vorderachse, minus 1,4 Kilogramm insgesamt. Scheiben, die sind richtig schwer. Wobei man da an der Frontscheibe jetzt, die muss ja auch eine hohe Stabilität haben, auch wenn man was reinfliegt und so weiter. Deswegen macht man da jetzt nicht unbedingt das Material dünner, aber Seiten- und Fondscheiben, da kann man schon ein bisschen was machen, auch das Glas noch ein bisschen dünner machen. Zum Teil gibt es ja dann auch Varianten, wo du gar kein Glas, sondern Kunststoff einsetzt. Und in dem Fall ist da auch nochmal ordentlich was gespart worden. Da reden wir nämlich über fast 2,4 Kilogramm nur über die Scheiben. So, dann gehen wir noch ein Stück nach hinten. Da ist nämlich auch ein bisschen was passiert. Zum Beispiel hier im Bereich Heckschürze ist ein halbes Kilo gespart worden. Motor insgesamt mit allem Drum und Dran, auch mit der Motoraufhängung und Pipapo, reden wir sogar über 7 Kilogramm, die gespart worden sind. So, und während wir jetzt hier durch die Stadt fahren, können wir ganz kurz auch mal ein bisschen über die Ölversorgung reden. Das ist ja eine Trockensumpfschmierung hier. Im Unterschied zu einer Nasssumpfschmierung habe ich eben keinen Ölbehälter unterhalb des Motors, der das Öl auffängt, sondern ich habe einen eigenen Ölbehälter direkt motornah platziert. Der sorgt dafür, dass auch bei größeren Fliehkräften eben die Ölversorgung nicht abreißt. Und bisher war der Öltank für die Trockensumpfschmierung aus Metall gefertigt. Jetzt ist er aus einem Verbundwerkstoff und auch das spart nochmal Gewicht. Das heißt, da wird in jedem Bereich gekämpft. Aber jetzt haben wir hier gerade mal eine Kurve. Die fahren wir jetzt einfach mal. Das ist einfach mal, das muss man einfach mal hier erleben. Zack, wie du hier rumzirkeln kannst. Wenn du dann auf den Tacho guckst, dann merkst du, was das Ding hier macht und das ist einfach gut. Bah. Es gibt ja einen Trick, den ganz viele Autohersteller anwenden, um einem Auto eine gewisse Leichtigkeit anzuerziehen, obwohl es vielleicht schwer ist. Sie machen die Lenkkräfte gering, ja, dass er sich ganz leicht lenkt. Da hat man so subjektiv das Gefühl, das Auto ist leicht, ist er aber gar nicht. Das merkst du spätestens dann, wenn du schnell in eine Kurve hineinfährst. Hier habe ich aber eine Leichtigkeit, die da ist, obwohl die Lenkung in Anführungsstrichen relativ schwergängig ist. Was super ist, weil sie viel präziser zu führen ist, wenn ich hier ordentliche Lenkkräfte habe. Aber das ist ja gerade das Spannende. Ich muss hier nicht tricksen. Das Auto selbst hat Leichtigkeit. Das Auto selbst wuselt hier einfach rum. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wo der 911 GT3 quasi als gusseiserner Vertreter der thermodynamischen Autowelt von der Elektromobilität quasi profitiert. Und da geht es um das Thema Akku. Und wer so einen Bleiakku mal hochgehoben hat, was ist der? Der ist bleischwer. Der Akku sitzt übrigens vorne. Und der Unterschied zwischen einem großen Bleiakku und zwischen der kleinsten Variante, die es für den neuen GT3 gibt, der ist wirklich dramatisch. Grundsätzlich hat man hier mal die Leichtbaubatterie, oder man könnte fast schon sagen, die Superleichtbaubatterie serienmäßig drin im Vergleich zum Vorgänger. Und es ist ein Lithium-Ionen-Akku. Damit schließt sich auch der Kreis zur Elektromobilität. Und als 60-Ampere-Stunden-Variante spart er im Vergleich zum Vorgänger, zu der Standardbatterie, 10 Kilogramm. Und als 40-Ampere-Stunden-Akku spart er sogar über 13 Kilogramm. Allein nur die Stromversorgung dieses Autos. Wobei, Vorsicht, wenn wir über 40-Ampere-Stunden reden, reden wir über wirklich nicht viel Energie. Ja, es ist also nicht mit mehreren Startvorgängen und noch ein bisschen Mucke hören und allem drum und dran. Da ist dann ganz schnell Ebbe in der Stromkasse. Deswegen ist das etwas, das man sich schon wissentlich gönnen muss. Der wichtigste Punkt, der jetzt fehlt, ist, spart das denn insgesamt was zum Vorgänger? Nur noch mal zur Erinnerung, der Vorgänger ist kleiner und damit theoretisch leichter. Ja, es spart was. Automotor und Sport hat den neuen GT3 auf die Waage gestellt und dabei wiegt er 10 Kilogramm weniger als der Vorgänger, also 1482 Kilogramm in der Testvariante, die wir hatten, im Vergleich zur Testvariante vorher mit 1492 Kilogramm. Klingt nicht viel, ist aber, wenn man weiß, was hier alles passiert ist, doch eine Menge. Und wer sich das Auto dann auch als Schalter bestellt, der liegt bei ungefähr 1418 Kilogramm. Das ist wirklich wenig. Da gibt es viele Golf-Varianten, vor allem die Allrad-Varianten, die schwerer sind als dieses 510 PS Rennsport-ähnliche Geschoss. Ich muss den nicht treiben, um hier richtig Gänsehaut zu bekommen. Aber ich glaube, wenn ich ihn treibe...
Eieieiei, wenn da nicht die Straßenverkehrsordnung im Weg stünde. Aerodynamik, ein ganz wichtiger Punkt auf der Rennstrecke. Da muss man nur zur Formel 1 gucken oder zur DTM, was da passiert, wenn mal ein Aerodynamikteil da abfällt. Spoiler oder andere Anbauteile, wie fahrdynamisch instabil zum Teil die Autos werden, wie plötzlich langsam diese Autos werden, obwohl der Motor immer noch genauso viel Leistung hat, die Reifen sind auch noch da und trotzdem wird er viel langsamer, weil da eben so kleine Teile sehr viel Wirkung haben. Und deswegen ist es so entscheidend, dass bei einem sportlichen Auto, bei einem Rennwagen, die Aerodynamik optimiert wird. Da kann man sehr viel rausholen. Da geht es aber um zwei Punkte. Es geht nicht nur um den schieren Abtrieb. Klar, man möchte natürlich aerodynamisch erreichen, dass das Auto noch mehr auf den Boden gedrückt wird. Und jetzt könnte man erstmal stumpf sagen, ja, mach ich halt einen riesen Flügel hinten drauf. So, viel Gewicht hinten auf die Hinterachse und zack, wird draufgedrückt. So größer der Flügel ist, desto besser. Nee, es geht auch um aerodynamische Balance. Das heißt, das Spiel zwischen Vorder- und Hinterachse. Ich hole da mal ein Auto dazu, um das mal zu erklären. Das ist wieder eine andere 911-Variante, aber die vergessen wir jetzt einfach mal. Es geht nur um die aerodynamische Balance. So, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir schaffen hinten unglaublich viel Abtrieb. Ja, sehr, sehr viel. So, was passiert? Da hinten auf der Hinterachse habe ich Druck, Vorderachse wird leicht. Okay, dann machen wir es andersrum. Wir schaffen auf der Vorderachse sehr viel Abtrieb. Was passiert? Vorderachse kriegt viel Druck, Hinterachse wird leicht. Was bedeutet das fahrdynamisch? Ich habe mal untersteuern, ich habe mal übersteuern, ich habe ein Auto, was nicht so richtig viel Spaß macht. Das heißt, ich muss, wenn ich meine Aerodynamik hier abstimme, auch eine Balance halten. Einen gewissen Grad des Abtriebs zwischen Vorder- und Hinterachse, wobei die Hinterachse beim 911er hier grundsätzlich schon deutlich mehr Abtrieb auch mit dem riesen Flügel produziert. So, und jetzt gucken wir uns mal, ich stelle mal wieder weg, man kann schon fast sagen, die Karikatur der Aerodynamik eines 992 GT3 an, nämlich die Rennwagen-Variante. Ich sag's nur noch mal dazu, das ist kein 992, ja, das ist 991.2, aber halt mit einer extremen Rennwagen-Aerodynamik, die der Grello hier zeigt. Und wenn wir uns dann vorne hier zum Beispiel den Frontspoiler angucken, dann ist das ein Allmachtsgerät und ich kann Fun Fact eine Sache sagen, das ist gar nicht so optimal, den speziell an der Stelle so groß zu machen und hier ganz speziell so viel Abtrieb zu erzeugen. Das geht noch ein bisschen besser, zeige ich gleich am GT3. Dann sieht man hier den Luftauslass vom Kühler hier vorne, der eben über die Fronthaube drüber geht und nicht wie zum Beispiel beim Turbo unter dem Unterboden entlang. Wieso, erkläre ich noch. Und dann sieht man so Anbauteile wie die hier, die auch noch für die Luftführung sorgen und die immer so für viel Panik sorgen, wenn bei irgendeinem Crash auf der Rennstrecke plötzlich davon was abfällt, weil es macht halt aerodynamisch sehr, sehr viel aus. So, und dann fangen wir mal mit der Front an. Zum einen sehen wir hier Komponenten, die ich da auch schon gesehen habe. Hier ist mein Kühlbereich und in diesem Fall wird eben die Luft hier oben rausgeführt, über die Fronthaube. Würde ich sie unten rausführen, dann würde es meinen Luftstrom unter dem Auto stören und damit auch meinen Abtrieb wieder etwas verschlechtern. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt bei so einem Serienauto der Zielkonflikt zwischen Aerodynamik bei der Kurvenfahrt und Aerodynamik geradeaus. Wenn es um die Geradeausfahrt geht, dann geht es vor allem mal darum, dass das Auto nicht viel Luftwiderstand erzeugt. Dass er da besonders gut durchflutscht, einen geringen CW mal A hat, also Luftwiderstandsformfaktor mal der Stirnfläche, um eben auch wenig Widerstand zu sehen. Und wenn es um die Kurve geht, möchte ich natürlich viel Abtrieb haben, um das Auto auf die Straße zu pressen. So, und dann gucken wir uns ganz kurz mal den Luftwiderstand-Gesamtwert des neuen GT3 im Vergleich zum alten an. Ich füge aber schon hinzu, der neue hat viel mehr Abtrieb, was eigentlich dazu führen müsste, dass der Luftwiderstand deutlich ansteigt. Aber er ist nur ein bisschen angestiegen. Wir haben es hier mit einem CW-Wert von 0,34 zu tun. Das klingt jetzt relativ hoch, ist aber für einen Rennwagen, kann man schon sagen, mit dem ganzen Flügelwerk richtig niedrig. Und der alte war sogar noch ein bisschen besser mit 0,33. Da kommt noch die Stirnfläche dazu, sodass man einen wirksamen Windwiderstandsfläche hat beim neuen von 0,71 Quadratmeter, beim alten waren es 0,67 Quadratmeter. Das ist ein kleiner Unterschied, aber zum Abtrieb kommen wir ja jetzt noch. So, wir haben hier vorne schon angefangen. Zum einen mit der Luftführung, die hier über die Fronthaube geht, die den Abtrieb noch etwas verbessert, weil der Luftstrom unten nicht gestört wird. Dann gehen wir ein Stück nach hinten und gehen eben zum Allmachtsflügel hier hinten. Und dieser Flügel funktioniert auch exakt umgekehrt
zu einem Flugzeugflügel. Was muss ein Flugzeugflügel machen? Der will das Flugzeug abheben lassen. Und bei dem hier, da ist es eben genau umgekehrt. Ja? Der ganze Flugzeugflügel ist umgedreht worden, weil man will ja die Kraft nach unten haben. Jetzt kann ich das Ganze mal quantifizieren. Man muss sich das einfach mal vorstellen, um was es hier maximal geht. 350 Kilogramm Abtrieb bei 300 km/h, komplett Abtrieb bei diesem Auto. 7 Zementsäcke zusätzlich auf dieses Auto bei 300 km/h, die das nach unten drücken und die ihn eben in der Kurve halten. Wenn du jetzt hier schnell gefahrene Kurve einlenkst, wenn dieses Vertrauen du hast hier in dieses Auto, dann ziehst du aus der Kurve raus und du kannst aus der Kurve raus mit Druck kommen. Schön Druck auf der Hinterpfote und du hast nicht das Gefühl, dass da irgendetwas instabil ist, sondern dieses Auto liegt so fürchterlich ruhig. Und du musst auf der Landstraße die ganze Zeit auf diesen gottverdammten Tacho gucken, weil du hast keine Vorstellung davon, wie schnell du hier fahren kannst. Und jetzt kommt eine Frage, die man sich natürlich stellt. Wieso ist der Flügel hier oben aufgehängt? Am Rennwagen da drüben ist er da unten aufgehängt. Wieso ist er denn hier oben aufgehängt? Ist das ein Design-Ding? Womit hat das zu tun? Na, für einen Aerodynamiker ist es dann optimal, wenn die Aufhängung an der Seite ist, wo der Druck höher ist. Und hier oben ist der Druck höher, da unten ist der Druck niedriger. Und deswegen für einen Aerodynamiker optimal, wenn die Aufhängung an der Seite ist, wo der Druck höher ist. Das ist da drüben, ehrlich gesagt, nicht optimal. Ja? Kann der 911 GT3 hier rüber gucken zum Greller und kann sagen, kann ich theoretisch besser. Jetzt haben wir sehr viel über das Oberdeck geredet. Jetzt gucken wir unter das Auto, weil da aerodynamisch eben auch sehr viel passiert und auch kühlungsmäßig ordentlich was angesagt ist. Deshalb hoch mit dem Ding. Dann gucken wir dem Auto jetzt mal ein bisschen in die Unterwäsche. Aber bevor ich das tue, schauen wir uns erst nochmal dieses Modell hier an. Und da geht es um einen, man kann es auch sagen, Irrtum, der mit Windkanälen zu tun hat. Viele stellen sich vor, man hat so einen Windkanal, dann stellt man so ein Auto statisch hin, dann wird das Auto umströmt und dann weiß man alles über die Aerodynamik dieses Autos. Nee, weiß man nicht, weil dann hat man nur die statische Aerodynamik, wenn das Auto einfach nur stillsteht, wenn sich keine Räder drehen und gar nichts passiert. Aber so ein Auto arbeitet ja. Das nickt, das wankt, ja, die Räder werden eingeschlagen, die Räder drehen sich. Das heißt, ich habe hier einfach sehr viele Veränderungen während der Fahrt, ja, auch während der Kurvenfahrt. Wie wird das Auto angeströmt? Und das alles muss in einem Windkanal natürlich betrachtet werden, dass man da die optimale Anströmung, optimale Abtriebswerte hat, eben auch wenn das Auto bewegt wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir jetzt gleich zu dem Auto hier kommen. So, jetzt stelle ich das wieder hier runter. Wie das beim Windkanal gemacht wird? Ganz einfach, da sind unter dem Auto hier solche Stempel drunter und damit wird das Auto bewegt. Ja, kann man wanken, nicken und entsprechende Fahrsituationen simulieren und das Auto dann anströmen und dann schauen, was eben mit dem Abtrieb passiert. So, und jetzt haben wir schon mit dem Abtrieb. Und ich habe ja bei dem Rennwagen vorhin erzählt, dass das gar nicht so optimal ist mit diesen riesen Frontspoilern, dass damit der Abtrieb erzeugt wird. Wieso? Weil eben, wenn ich den Abtrieb hier vorne über einen riesigen Frontspoiler erzeuge, ich das an einer Position mache, die relativ sensibel ist für die fahrdynamische Situation des Autos, also was es gerade macht, nicken oder beim Beschleunigen hochgehen. Es wäre besser, wenn der Abtrieb achsnäher erzeugt wird, anstatt hier vorne relativ achsfern. Und das wird hier bei dem 911 GT3 auch gemacht, und zwar ganz speziell an dieser Stelle hier. Hier habe ich hier dieses Luftführungselement, das kann ich in 4 Stufen einstellen. Das zeige ich euch mal. Danke. Also, gucken wir hier oben mal rein. Da habe ich hier 2 Schrauben und ich habe hier 4 Positionen, 2, 3, 4, wo ich das einstellen kann. Und damit eben den Abtrieb an der Vorderachse optimieren kann und eben, ganz wichtig, sehr achsnah. Damit allein ist es aber noch nicht getan. Wir gucken uns jetzt mal ganz speziell hier rum, da sieht man es ein bisschen besser, die Bremsanlage an und auch hier die Aufhängung. Das Interessante ist, dass die Luftführungselemente hier mit dem Rad mitschwenken. Die sind also nicht fest hier installiert und treffen nur unter einer bestimmten Bedingung optimal mit dem Luftstrom das Rad oder hier die Bremse, sondern die schwenken mit und damit wird natürlich auch, wenn das Rad beim Lenken eingeschlagen wird, das Ganze optimiert. Und da muss man noch eine Sache auch dazu wissen, wenn so ein Rad eingeschlagen wird, wird auch die Aerodynamik deutlich verändert. Ja, das ist ja ein Riesenelement im Luftstrom und es bilden sich Wirbel, also es geht um das Rad herum, hinten bilden sich Wirbel und die können zum Teil auch die Aerodynamik des Autos stören. Ja.
und gib ihm. So, und wenn wir jetzt hier durch das Kurvengeschlängel hier durchfahren, dann haben wir genau den Punkt, wo eben die Aerodynamik beides abdecken muss. Also wenn ich jetzt hier um die Kurve fahre, so jetzt habe ich eine aerodynamische Änderung hier drin. Das Auto wankt leicht, meine Räder stehen quer im Rathaus drin und trotzdem muss jetzt meine Aerodynamik funktionieren. Das heißt, ich habe Teile, die mitlenken mit dem Rad. Ich habe aber auch andere aerodynamische Teile, die dafür sorgen, dass der Luftstrom, der jetzt eben nicht mehr so sauber ist, wenn das Rad im Rathaus etwas quer steht, trotzdem noch sauber im Unterboden geführt wird. Und das merkt man hier sehr, sehr schön. Diese Elemente hier. So. Diese Kurvenelemente hier, die kennt man zum Teil auch von Rennfahrzeugen, DTM oder ähnlichen, nur sind die dann eben nicht hier angebracht, sondern die sind zum Teil seitlich des Autos angebracht. Wieso braucht man die? Weil die Luft hier weggeführt wird. Also die Luft kommt hier an und wird hier weggeführt. Das hat mehrere Effekte. Zum einen will ich dafür sorgen, dass eben dadurch, wenn der Reifen hier eingeschlagen wird und dadurch hinter dem Reifen eben meine Luft zerstört wird, Dirty Air quasi, dass die Auswirkungen auf meinen Strom hier am Unterboden nicht zu groß sind. Und zum anderen möchte ich halt einen geführten Strom hier am Unterboden haben, um die Luft hier wegzubekommen, um hier einen Unterdruck zu erzeugen, damit das Auto quasi angesaugt wird. Ja, man sieht ja auch den Unterboden, der ist so eben wie möglich. Die Luft kann hier gerade entlang streichen und wird jetzt hier. So, das können wir jetzt hier genau machen. So, gehen wir hier. Wupp, beschleunigt. So, hier raus. Ach, hier wird sie beschleunigt. Und das sorgt eben über die Beschleunigung nochmal dafür, dass ich hier weniger Druck habe und die Karosserie quasi nach unten gezogen wird. Das allein bringt schon bei 300 km/h, nagel mich jetzt nicht aufs Kilo fest, aber rund 60 kg Abtrieb. Nur dieser Diffusor hier hinten. Und das ist wirklich ein Allmachtsdiffusor, wenn man das sieht. Ja, dass die Luft hier also wirklich sauber geführt wird, wird hier raus beschleunigt und dadurch wird die Karosserie auch nach unten gezogen. Zu dem aerodynamischen Setup hier muss man ganz kurz was sagen. Das ist natürlich das Straßensetup. Das heißt, der Flügel hinten ist in der Stellung mit dem geringsten Abtrieb, womit ich auch vorne meinen Frontluftleiter, meinen Spoiler, meinen Mini-Spoiler im Rathaus auch so stellen muss, dass er den geringsten Abtrieb erzeugt, damit die Balance wieder passt. Also ich könnte hier noch deutlich mehr erzeugen, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten, aber die will ich hier auf der Landstraße gar nicht erzielen. Auf der anderen Seite macht einem das Auto auch ein bisschen Angst. Dieser Grenzbereich, der so unglaublich fern zu liegen scheint. Jetzt habe ich bei dem Blick auf diesen knackigen Hintern doch glatt noch zwei Dinge vergessen. Die müssen wir unbedingt erwähnen, weil die sind sehr spannend. Zum einen, Streitpunkt, hier, Fake Luftauslass. Wenn man da Porsche fragt, dann war das nie als Luftauslass hier geplant. Und sie ärgern sich auch ein bisschen darüber, dass da hier so eine Gitterstruktur drin ist, die so den Eindruck erweckt, als wäre das wirklich ein Fake-Luftauslass. Was sie definitiv in Zukunft machen werden, das Ganze hier nur noch als Designelement ausführen, weil dann sollte nie Luft raus. Und da kommt auch nie Luft raus. Und dann für mich ein ganz schönes Detail, das ist hier Made in Flacht. Jetzt muss man hier so den ganzen Gemarkungsbereich ein bisschen betrachten. Also das Entwicklungszentrum sitzt ja offiziell in Weissach, aber es gibt einen Nachbarort, Flacht. So, da gibt es Gemarkungsgrenzen. Und die Motorsportabteilung, die sitzt eben Gemarkung Flacht und der Serienbereich sitzt in Weissach. Und da gibt es halt eine jahrzehntelange Rivalität zwischen den beiden. Und deshalb hat sich mal ein Mitarbeiter von Porsche getraut, auf eben einem GT-Fahrzeug hier Made in Flacht drauf zu schreiben. War damals noch unter Wiedekings-Zeiten, ganz dunkle Zeiten. Und der war fast rausgeschmissen worden. Der fand das überhaupt nicht gut. Und wie ist es heute? Heute trägt man dieses Made in Flacht zwar nicht offiziell, aber mit Stolz. Finde ich gut. Und mit all diesen Verbesserungen hat es der neue GT3 mit Jörg Bergmeister am Steuer geschafft, zum ersten Mal unter 7 Minuten zu bleiben. 6 Minuten 59,9. Absolute Wahnsinnszeit, die noch imposanter wird, wenn man sich als Vergleich die Vorgängerzeit ansieht. Die ist nämlich über 17 Sekunden langsamer gewesen. Und an der Leistung kann es nicht liegen. 2% mehr Leistung. Ja? 510 anstatt 500 PS, das macht es nicht aus, sondern es geht hier vor allem um die aerodynamischen Veränderungen, um die Fahrwerksveränderungen, um das fahrstabilere Auto. Und da hat Porsche echt einen Wahnsinnsaufschlag gemacht und ist auch ein bisschen der Beweis dafür, dass es heutzutage eben nicht darum geht, noch immer mehr Leistung auf die Straße zu bringen und noch immer schneller 0 auf 100 zu beschleunigen, weil so wahnsinnsschnell ist er 0 auf 100 gar nicht im Vergleich zu dem, was so manche Elektroautos auch können, sondern dass gerade im echten Rennsportbereich da auch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Und mir
stellt sich noch eine Frage, und zwar, wie verdammt nochmal will Porsche in Zukunft noch schneller werden? Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mir die Frage bei jedem GT3 gestellt. Dauergrinsen im Gesicht. Was ist passiert? Ach, wenn Sie mir das einfach wieder rausoperieren könnten. Habe ich seit Weissach. Geht nicht mehr raus. Ist einfach drin. Tut mir leid. Na, vielleicht zeige ich Ihnen mal den Strafzettel, den Sie in Flacht bekommen haben.